in Puchheim. Hier pocht das Herz von Amway. Hier ist die Deutschlandzentrale und die Amway Academy. Und mein Name ist Nina Ruge. Ich möchte gerne ganz genau erklärt haben, wie es funktioniert, das Amway-Geschäftsmodell und was es bedeutet, Vertriebspartner zu sein, also selbstständiger Kleinunternehmer. Was brauche ich dazu? Den Chef natürlich und einen Spezialisten für Direktmarketing. Bitte schön. Und ich darf zunächst den Geschäftsführer Amway Deutschland vorstellen, Peter Verdegem. Hallo Frau Ruge. Danke fürs Dasein. Dankeschön. Also wer Sie sprechen hört, hört natürlich sofort, dass Sie Holländer sind. Wer oder was hat Sie zu Amway gebracht? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, natürlich, ich bin Holländer. Ich bin erst seit 2 Jahren dabei, aber sehr oft schon Amway beobachtet, weil ich schon 15 Jahre im Bereich, besonders im Bereich Network Marketing und auch Nahrungsergänzung gearbeitet habe, am meisten in Amerika. Und fast jeder kennt Amway. Amway ist das größte Unternehmen im Bereich Network Marketing. Und weil ich Nahrungsergänzung liebe, selbst viele Forschung gemacht habe und Nutrilite eine unserer größten Marken ist im Bereich Nahrungsergänzung weltweit, habe ich immer diese Marke geliebt und deswegen bin ich hier. Ich liebe diese Marke, ich liebe diese Forschung, diese Geschichte, die sie mitbringt und diese Erfahrung, die unsere so viele Wissenschaftler zu unseren Marke bringen. Amway, musste ich lernen, heißt American Way, liegt ja eigentlich auch nahe. Transportiert Amway auch ein bisschen amerikanisches Business-Denken? Ja, das glaube ich schon. Ich habe 5 Jahre in Amerika gearbeitet und wenn wir vielleicht die Amerikaner anschauen, die haben alle so die Gedanken, ich möchte gerne was selbstständig machen. Ich möchte gerne selbstständig werden, mein eigenes Geld verdienen, meine eigene Entscheidung treffen. Und das bietet genau Amway. Amway macht das möglich für jeden. Jeder kann sich entscheiden, um zusammen mit uns, zusammen mit Amway, eine eigene Selbstständigkeit, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Viele in Deutschland sind ja so ein bisschen perfektionistisch. Das ist ja auch toll. Aber sie denken, wenn ich keine Businessfrau gelernt bin oder kein Businessmann oder kein Verkaufsprofi, dann wage ich mich da nicht dran. Wer kann das tun, bei Ihnen Vertriebspartner werden? Ja, eigentlich jeder kann das machen. Jeder kann das machen. Und das ist so, weil wir so leicht machen, um damit anzufangen. Wir wissen natürlich, nicht jeder kann sich das vorstellen, um gleich ein Geschäft anzufangen. Aber wir bieten Ausbildung, wir bieten Schulung, wir machen sehr viel möglich, um Leuten einfach zu zeigen, wie das funktioniert. Wir machen das selbst, zusammen mit unserer Amway Academy. Die arbeitet in all unseren Ländern, wo sie diese Ausbildung machen, über Internet, über Live-Trainings, in Termine. Aber auch natürlich die Erfahrung von unseren Geschäftspartnern, die schon 30, 40 Jahre dabei sind. Das sind sehr wertvolle Personen, die sehr viel Erfahrung mitbringen und natürlich zusammen in ihren Teams Leute, die gerade anfangen, genau zeigen, wie das funktioniert. Und deswegen ist es möglich für jeden. Aus welchen Gründen kommen die meisten zu Ihnen? Ja, das ist auch interessant. Also am Anfang dachte ich, muss ich ehrlich sagen, auch, die kommen zu uns wegen Geld verdienen. Aber sehr oft, das spielt natürlich eine große Rolle. Viele fangen an, weil sie nebenberuflich ein bisschen mehr Geld verdienen möchten und dann weiter hauptberuflich das vielleicht machen. Aber da gibt es auch viele Leute, die kommen einfach wegen die Produkte. Wir haben sehr viel Forschung, interne Forschung, was auch für mich persönlich eine ganz wichtige Rolle ist. Ich glaube an Geschichte, ich glaube an Erfahrungsgeschichte, aber ich möchte auch gerne Beweise sehen. Und Forschung macht Amway ganz, ganz viel. Viele Millionen werden investiert in Forschung und wegen der Produkte kommen viele Leute dazu. Die fangen einfach an, weil sie mit ihren Freunden oder ihrem Bekanntenkreis geredet haben und die haben gehört, okay, das sind tolle Produkte, die Amway anbietet, die möchte ich auch gerne mal probieren. Und dann sehen sie die Möglichkeit, um diese Produkte umzusetzen in ein Geschäft. Und das ist auch für viele Leute die Grund, um anzufangen. Und es sind doch deutlich mehr Frauen als Männer, ja, die sich selbstständig machen mit Ihnen. Woran liegt denn das? Richtig, in Deutschland gibt es deutlich mehr Frauen als Männer, die das machen, zusammen mit uns. Eigentlich weltweit sieht man im Bereich Direktvertrieb, Network Marketing immer mehr Frauen, die das erfolgreich machen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir dass die meisten in Teilzeit anfangen. Und das ist am meisten nutzen Frauen diese Möglichkeit. Man kann das auch sehr gut kombinieren mit Familie natürlich. Wenn man eine Familie zu Hause hat, hat man immer ein paar Stunden übrig, die man nutzen kann den ganzen Tag und die kann man schön nutzen, um in Teilzeit dieses Geschäft aufzubauen. Also das, glaube ich, ist der Hauptgrund. Wie groß ist denn so die Verdienstspanne? Was verdienen so die meisten und wie hoch kann das gehen?
Das ist komplett abhängig von der eigenen Leistung. Natürlich, wenn man mehr Leistung bringt, verdient man auch mehr. Ganz einfach. Ja? Wenn man das hauptberuflich macht, wenn man das jeden Tag daran arbeitet und wirklich professionell ihr Geschäft aufbaut, dann hat man eine sehr gute modale Einkommensquelle. Jetzt muss sich natürlich ein Mensch, der sich entscheidet, Vertriebspartner zu werden, der muss sich natürlich schon ein bisschen qualifizieren. Es gibt 450 Produkte und man muss auch etwas über Vertriebsgespräche und Verkaufsgespräche lernen. Wie geht denn das jetzt ganz konkret? Wir verstehen natürlich, viele Leute anfangen, die haben noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich. Deswegen haben wir deutlich auch die Amway Academy. Amway Academy ist ein internationales Academy, was mit Experten arbeitet im Bereich Nahrungsergänzung, im Bereich sauberes Wasser, im Bereich Körperpflegeprodukte, also all diese Produkte, die wir haben, die 450, worüber Sie reden. Wir haben Experte, die Ausbildungen werden kostenlos angeboten. Jeder Geschäftspartner, der bei uns anfängt, die kann online diese Trainings bekommen, die kann zu Veranstaltungen gehen, zu Tagungen gehen, die bekommt natürlich auch Ausbildung von ihren gesamten Gruppe. Also wir haben wirklich ein einzigartiges Ausbildungsmodell. Sie sind sicher nicht alleine, wenn Sie anfangen bei Amway. Der Kunde heute ist verdammt kritisch. Das heißt, man muss wirklich stichhaltige Argumente haben für die Qualität der Produkte. Was ist Ihr Hauptargument? Ganz einfach, das ist Forschung. Forschung muss man haben. Ich weiß, ich bin selbst Wissenschaftler, ich vertraue keine Produkte, wohinter keine Forschung steckt. Und das ist für mich ein sehr großes Argument. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen in Amerika und auch in Asien, wo wir viele Forschung machen, wo Amway einfach vor Ort die Forschung macht. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wie viel Geld das kostet, wie viel Expertise man braucht. Ich habe selbst persönlich auch viele Forschung im Bereich Nahrung gemacht, früher, wenn ich noch am Uni arbeitete. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und ich schätze sehr, dass Amway einen so großen Teil von Geld, was sie haben, investieren in Forschung. Und das Interessante ist, man braucht nicht unbedingt, aber Amway sagt, wir wollen nicht nur Produkte verkaufen, basiert auf Geschichte. Es muss Forschung dahinter stecken. Zahlen, Daten und Fakten, wie die Deutschen immer sagen. Und das hat mich komplett überzeugt. Dazu gehören ja auch die Zahlen an Patenten, richtig, die Amway schon eingetragen hat. Das wird auch richtig schön verständlich für die Vertriebspartner kommuniziert? Absolut. Also wir sind stolz auf unsere Patente. Wir haben mittlerweile mehr als 1000. Und Patente kann man nicht kaufen. Patente kann man nur verdienen. Und man kann das nur verdienen, wenn man richtige Forschung macht. Wenn man wirklich was beweist oder entdeckt, was unsere Produkte erreichen können. Und deswegen bedeutet das was. Mit 1000 Patente, mehr als 1000 Patente, das ist das Beweis, dass wir wirklich sehr große, sehr viel Geld in Forschung stecken. Sie stecken Geld in die Forschung der Gründermentalität. Mhm, auch das. International. Das heißt, Amway hat, ich glaube, jährlich eine Studie, die sagt, wie sind die Menschen in den Ländern drauf? Von Deutschland bis China und eben bis in die USA oder Mexiko. Wie viel Gründermentalität steckt eigentlich in so einer Gesellschaft drin? Was ist denn das jüngste Ergebnis? Wo steht da Deutschland im Vergleich zu Asien, sagen wir mal? Ja, vielleicht wissen wir das alle. Deutschland steht nicht so hoch auf dieser Liste. Jedes Jahr investieren wir in das Global Entrepreneurship Report. Das machen wir mittlerweile zusammen mit den TU in München hier. Und das machen wir, weil wir gerne feststellen möchten, was ist denn Akzeptanz, um sich selbstständig zu machen in einem Land. Das ist natürlich unser Geschäftsmodell. Wir bieten das an. Also deswegen möchten wir das auch gerne feststellen, wie die Leute darauf reagieren. Und Deutschland, das wissen wir vielleicht alle, steht nicht so hoch an dieser Liste. Das bedeutet, Deutsche sind zwar interessiert, um sich selbstständig zu machen, suchen nach vielleicht Möglichkeiten, aber haben vielleicht noch immer ein bisschen Angst, um das tatsächlich zu machen. Ja? Länder wie Norwegen oder Schweden oder selbst Mexiko sind viel höher an dieser Liste. Gilt das auch für die jüngere deutsche Generation, dass sie noch so zurückhaltend sind? Die sind auch immer zurückhaltig. Also wenn man die Prozentzahlen anschaut, dann sieht man, dass viele interessiert sind, aber nur 2% es tatsächlich gemacht haben. Also da gibt es noch eine große Chance. Aber wir sehen trotzdem, dass auch viele junge Leute die Gründermentalität haben und auch darüber nachdenken, wie kann ich eine Idee, die ich habe, umsetzen in ein erfolgreiches Geschäft. Aber dann kommt das Schwierige. Ein normales Geschäft ist ganz schwierig. Man muss Investitionen machen und das alles ist nicht da bei Amway. Wir bieten dieses ganz einfache Geschäftsmodell, womit jeder anfangen kann. Ich habe jetzt ein Killer-Argument. Mhm.
ganz naheliegend. Wir kaufen heute alle online ein. Wieso sollen wir uns eigentlich noch mit Menschen zusammensetzen und über Direktvertrieb zum Beispiel Putzmittel einkaufen? Eigentlich ganz einfach. Wir haben natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht. Wenn man angefangen hat, vor 40 Jahren in Deutschland, hatten wir keinen Online-Verkauf. Wir haben die meisten Produkte einfach zu Hause verkauft, mit Gesprächen mit unseren Geschäftspartnern. Jetzt sind wir fast auch natürlich nur online, haben wir nur eine große Online-Präsenz. Das bedeutet, all unsere Geschäftspartner und Kunden kaufen am meisten online ein. Aber das Unterschied mit klassischem Online-Verkauf ist diese Persönlichkeit. Ja? Klassischer Online-Verkauf ist ganz unpersönlich. Man weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Man geht auf eine Webseite, man kauft ein Produkt, aber man kennt keine Leute, die diesem Geschäft betreiben. Ja? Bei Amway ist das anders. Ja, wir kaufen online, aber wir wissen immer, von wem wir kaufen. Ich hätte gerne Ihre Lieblingserfolgsgeschichte eines Vertriebspartners bei Amway gehört. Naja, das gibt so viele Geschichten. Also das ist wirklich ganz schwierig, um eine auszusuchen. Aber ich kann Sie ein Beispiel geben. Also ich kenne sehr viele Leute, die haben angefangen als Mutter mit Familie. Und die haben dann ein bisschen Stunden übrig gehabt und die haben gesagt, was kann ich damit machen? Wie kann ich zum Beispiel ein klein bisschen mehr Geld verdienen am Anfang? Das war die Einstiegsgedachte. Und da haben die Personen, ich kenne einen Person zum Beispiel, die das gemacht hat, die war 23, hat angefangen, hat zwei Kinder gehabt und hat einfach die Produkte kennengelernt, war komplett überzeugt, hat das gespürt, dass es funktioniert hat und die hat mit anderen Leuten darüber geredet. Einfach beim Kaffee trinken. Damit machen wir jetzt Schluss, oder? Vielen Dank, Peter Verdegen. Dankeschön.